Gestern war ich Klamotten shoppen und heute war ich Essen shoppen. Eigentlich wäre heute Fastentag 2. Funktioniert aber gerade nicht so gut, weil mein Kreislauf gesagt hat, du Tante da, was ist los? Ich habe aber am Sonntag auch noch mal relativ viel gegessen. Jetzt gar nicht irgendwie so schwere Sachen, aber ich habe halt relativ viel gegessen und gestern der Tag habe ich komplett ohne Essen, das hat funktioniert. Habe dann meine 4 Liter getrunken und war in Ordnung. Ja, und dann heute Morgen dachte sich mein Körper so, nö. Und das war halt so extrem, dass ich dann für mich gesagt habe, okay, du musst das nochmal anders angehen. Deswegen war ich jetzt ein bisschen einkaufen, auch für die Zeit danach. Einfach, weil ich halt niemanden habe, der mir hier irgendwie Essen hinschleppen wird. Von daher, ja. Habe ich mich jetzt schon mal vorbereitet auf die Zeit danach, weil ich danach mich ketogen ernähren möchte. Mal gucken, inwieweit das hinhaut, weil ich, selbst wenn ich das ab morgen dann so mache, mit so 2 Einführungstagen und wo ich halt nur so ein bisschen Obst esse, und dann halt 3 Tage fasten, dann wird es nämlich schon wieder schwierig, weil ich dann ja, einen Ausflug mache. Und ja, der dann wahrscheinlich auch mit Frühstück sein wird. Und ja, ich muss mal gucken. Aber selbst da könnte ich es eventuell hinkriegen. Ich muss mal schauen. Ja. Das habe ich schon mal gemacht im letzten Jahr. Über 3, 4 Monate, mal mehr, mal weniger gut, aber ich habe es relativ gut hingekriegt, so auf Zucker zu verzichten, auf Kohlenhydrate zu verzichten und es ging mir damit auch wesentlich besser. Ja, in der Zeit habe ich auch mehr getrunken, mich natürlich auch bewusster mit meiner Ernährung auseinandergesetzt und das würde ich halt gerne wieder tun, weil momentan kommen halt viele Sachen in meinen Körper. Die eigentlich, also zumindest in einer Menge, wo ich sage, das möchte ich eigentlich nicht mehr. Ja, von daher will ich das jetzt mal wieder angehen und war halt dafür einkaufen. Und das zeige ich euch jetzt mal, was ich eingekauft habe. Ich war auch noch zusätzlich bei McGuides, weil jetzt geht ja die kalte Saison wieder los. Und ja, da ich ein Vogelfreund bin, werde ich die Vögel wieder füttern. Das hat letztes Jahr auch ganz gut geklappt, ohne dass ich das ganze Jahr gefüttert habe. Die sind da auch gekommen. Dieses Jahr habe ich dann halt irgendwann damit aufgehört, weil meine Pflanzen, die ich gepflanzt habe, so hoch waren, dass die Vögel da gar nicht mehr rangekommen sind. Ja, blöd. Muss ich mir fürs nächste Jahr auch nochmal anders überlegen und vielleicht kann ich dann auch mein Vogelhaus mal aufhängen. Vielleicht anders als geplant, aber ich habe jetzt das hintere Teil noch nicht ja, abgemacht nochmal. Mal schauen. Jetzt zeige ich euch erstmal, was ich alles gekauft habe und dann geht's weiter. So. Das ist es alles geworden. Einmal nochmal Butter, Eiweißbrot, Frischkäse. In Doppelrahmenstufe, also halt relativ fettig. So ein bisschen Wurst, also hier hinten ist auch noch eine Art von Wurst. Eier habe ich gekauft, dann den hier mit Gorgonzola. Den will ich mir dann immer mal mit reinmachen in so Speisen. Und Eiersalat habe ich mir geholt, Käse, weil das wird somit die erste Mahlzeit sein, die ich dann esse, wenn ich durch bin mit der ganzen Geschichte, mit der ganzen Fastengeschichte. Dann habe ich mir hier sowas geholt, ist überhaupt nicht meins, aber ja, ist halt relativ viel Eiweiß drin, dann sowas, also auch nochmal so ein Weichkäse. Ja, und das musste auch mit. Da habe ich mich mal wieder influenzen lassen. Aber da das bis, warte mal, 27.05. haltbar ist, habe ich die mir jetzt einfach mitgenommen. Einfach, weil ich Angst habe, dass es die irgendwann nicht mehr gibt und ich dann gucken muss, ja, wie ich da irgendwie rankomme.
Die beiden habe ich mir geholt. Einmal, weil die gerade total gehypt wird und ich es einfach mal testen wollte. Weil die ja wie, also sehr ähnlich wie Milch schmecken soll. Und die habe ich mir eigentlich für einen Tee geholt. Aber den Tee selbst habe ich noch nirgendwo hier gefunden. Da muss ich wahrscheinlich doch mal zu Kaufland fahren. Weil die da doch nochmal eine größere Auswahl haben. Und dann habe ich mir noch Ziegenkäse geholt, weil ich da einfach mal Bock drauf hatte. So, dann war ich noch bei Edeka. Habe mir noch Salami geholt, weil ich mir eine ketogene Pizza machen will. Und da ich sowieso nicht viel Fleisch esse, eigentlich fast gar nicht mehr, dachte ich mir so, komm, nimmst du wenn dann Salami. Würstchen habe ich mir noch geholt. Ja, viel mehr Fleisch gibt es bei mir auch nicht. Also das ist so, ich esse ganz, ganz wenig nur noch Fleisch. Ja, für die ketogene Pizza brauche ich auch eigentlich entöltes Mandelmehl, aber es gehen auch gemahlene Mandeln. Dann habe ich mir noch meinen Lieblingskäse gekauft, beziehungsweise meinen zweitliebsten Käse. Meinen liebsten Käse gibt es jetzt leider nicht mehr, weil der Händler, der den verkauft hat, von dem ich den auch kenne, das jetzt nicht mehr macht. Nun gut, ich werde es überleben. Dann gibt es halt öfter den. Kommt mein Portemonnaie auch zugute. Dann gab es noch Schlagsahne, körniger Frischkäse, Ricotta und einmal Mascarpone und zweimal Joghurt. Das sind so die Sachen, die ich dort gekauft habe, die jetzt noch in den Kühlschrank müssen. Und das Letzte, was mit Lebensmitteln zu tun hat, ist so ein bisschen Obst und Gemüse, beziehungsweise Beeren, Heidelbeeren und Himbeeren. Dann habe ich mir einen Weißkohl mitgenommen, weil ich mir jetzt irgendwie morgen wahrscheinlich was damit machen werde und das dann einfrieren werde, dass ich, ja, dass ich das dann einfach nur noch essen brauche. Dann habe ich mir noch Bananen jetzt für die nächsten 2 Tage mitgenommen. Blumenkohl, Blumenkohl ist klar. Brokkoli und eine Avocado. Und ja. Das viel mehr gibt es jetzt da auch nicht. Alles, was so grün ist, kann man gut auch während der Keto-Zeit nehmen, weil es sehr, sehr wenig Kohlenhydrat hat. Aber man muss es ja doch alles irgendwie abwiegen. Ach so, ich wollte euch noch meine Tomatenernte zeigen. Die haben wir hier. Also dafür, dass es jetzt wirklich Mitte Oktober ist, muss ich sagen, bin ich ein bisschen stolz, dass doch noch mal so viele geworden sind. Und das gab es noch für die Vögel. Also verschiedene Sämereien und ja, Meisenknödel. Ja. Und ich guck mal, wie gesagt, dass ich das für die losen Sachen jetzt angehangen bekomme, so wie ich mir das denke. Und dann, ja, können sie fleißig futtern. So, bevor ich die aber abnehmen kann, die Kästen, muss ich erstmal hier Platz schaffen, dass die halt noch so ein bisschen abtrocknen können. Ja, die Tomaten, da stehen noch 2, die haben nicht mehr in den Sackpfund gepasst. Ja, und dort, deswegen, ja, hier kommen dann die Meisenknödelchen dran. Wie gesagt, das hat letztes Jahr super funktioniert. Und ich hoffe eigentlich, dass diese Halterung, dass die hier so gut drauf passt, dass es nicht mehr schief hängt. Also breiter ist es definitiv. Und ich hoffe, das passt. Aber jetzt muss ich erstmal hier Platz schaffen. Und ich muss auch noch, also was heißt ich muss, aber ich muss noch einen Avocadokern einpflanzen, den ich von einer Freundin habe und den sie bekommen soll, weil, ich zeige euch das mal, das hat ja bei mir wunderbar funktioniert mit dem Einpflanzen. Ta 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 ta. Und ja, die da muss ich dann mal wegmachen. Aber tatsächlich, das Avocado-Pflänzchen ist mir ein bisschen hoch eigentlich schon fast, aber nun ja. Und da ist das Vogelhaus. Ich guck mal. Ich mache das jetzt mal und dann zeige ich euch, wie es dann nachher aussieht. So, die Kästen sind jetzt erstmal ab, zumindest 4 von 7.
Die anderen stehen aber in dem eigentlichen Kasten, der hier von der Wohnung ist und das Haus hängt. Nicht ganz so, wie ich wollte, weil es steht schon noch sehr, sehr ab, aber es sitzt eigentlich bombenfest. Also ich probiere das jetzt mal. Ich werde auch gleich noch was drunter legen, dass es jetzt nicht irgendwie ganz runterknallt. Da ist jetzt auch ein Meisenknödel dran und ich wollte es euch aber einmal zeigen, bevor dann die ersten Vögel dran waren. Und ja, das wird funktionieren, weil die Vögel mir zwischenzeitlich auch bis hierhin geflogen sind und hier ist meine Tür. Also von daher sollte das auch funktionieren, gerade wenn die da oben ranfliegen, sollte das gehen. Die sind auch jetzt die Tage immer in diesen Kästen gewesen und haben da irgendwas rausgepickt. Von daher sollte das gehen. So, Balkon ist soweit fertig. Die Kästen sind jetzt alle runter. Sieht natürlich jetzt noch ein bisschen chaotisch aus, weil ich halt die Erde nicht wegbringen kann, weil die Biotonnen jetzt voll sind. Finde ich blöd. Müssen wir jetzt aber durch. Also muss ich jetzt durch, dass das halt da jetzt so aussieht. Aber wie ihr schon gesehen habt, das Vogelhäuschen hängt. Ich hoffe, das hält auch. Und dieser kleine Regenschirm mit dem Meisenknödel hängt auch. Und da heute Morgen schon hier Vögel waren, hoffe ich eigentlich, dass die nachher hier auch kommen, weil sich hier ja ganz viel verändert hat. Und dass sie dann mal gucken und das vielleicht sogar gleich annehmen. Das wäre toll. Da würde ich mich drüber freuen. Ich werde berichten. Ja, ich muss jetzt hier erstmal noch ein bisschen aufräumen. Gestern hier auf dem Sofa gelegen. War ich auch sehr, sehr selten, aber gestern war es dann mal soweit. Mein Tisch müsste ich mal aufräumen und Küche noch den Rest wegräumen. Und ja, ich muss mal gucken, inwieweit ich euch da jetzt noch mitnehmen kann, weil der Akku hier jetzt auch gerade nicht mehr so voll ist. Vielleicht lade ich das jetzt auch noch mal. Also lade ich das schon mal so ein bisschen. Und nehme euch dann wieder mit, wenn ja, wenn es hier losgeht. Beziehungsweise wenn ich dann halt, wo auch immer ich dann gerade bin. Also ich glaube, ich werde jetzt mal noch meine Wäsche abnehmen, mal gucken, inwieweit die trocken ist. Und ja, bis dahin könnt ihr laden. Ich habe euch nicht mehr mitgenommen. Ja, weil ich es vergessen habe. Aber ich habe eben noch Fotos von den ersten, ich würde behaupten, Blaumeisen gemacht. Ich versuche euch das mal irgendwie einzublenden oder halt hier zwischenzuschieben. Das ja, war eben total faszinierend, dass die es wirklich so schnell irgendwie hinkriegen. Und ja, ich freue mich und ich glaube, es wird bald ganz, ganz viele Blaumeisenbilder geben. Und ich weiß, wer sich drüber freuen wird. Und der schicke ich jetzt auch die ersten Bilder und von euch verabschiede ich mich und wir sehen uns beim nächsten Mal.